Hallo und so Leute zu einer weiteren Folge Super Mario Odyssey. Ja, da sind wir wieder und wir werden jetzt wieder zu Pökelfleisch Mario. Weil was ist cooler zu sein als Pökelfleisch Mario? Nichts, genau. Deswegen lassen wir uns jetzt wieder da hochziehen von diesen Vögelchen, denn wir sind Pökelfleisch Mario. Ich trinke mal einen Stock, weil die Katzen kann ganz locker eben noch flockig nebenher machen. Flap, flap, flap. Ab nach oben. Und dann gucken wir mal, ob wir diesmal uns kompetenter anstellen als beim letzten Mal. Wir werden einfach uns sicher den Weg gehen. So. Meistens werfe ich Cappy sogar nur, weil ich sprinten möchte und das nicht ohne Cappy werfen geht. So, aber jetzt. Yay! Das sah ein bisschen unspektakulär aus der Zeit, aber. Ein Multimond für dich. Topf auf dem Vulkan. Irgendwas. Konnte ich so schnell lesen. Oh, da ist aber jemand nicht gut gelaunt. Mach den Koch nicht sauer. Du machst die Suppe kalt. Oder vielleicht doch ganz warm. Dann wird sie kalt pusten. Den Magmafall hinauf. Ah, da lang. Wahnsinn, bis hierher geschleudert. Das ist mal ein Vulkan mit richtig schlechter Laune. Krass, der Vulkan spuckt immer noch Lava. Und schon ändert sich hier einiges. Was ist denn hier los? Oh nein! Wenn die Hitze weiterhin so stark ist, wird unser Schlepper-Eintopf in 0, nix ruiniert sein. Wir müssen unbedingt die Temperatur senken. Leider kommt jetzt keine mehr da hoch. Unser Eintopf wird anbrennen. Die Explosion hat alles zerstört. Wir kommen jetzt Platz. Moment. Das war nur ein Feuer, Bruder. Ich brauche für den Käse da vorne, aber. Jetzt oben was Neues? Wer Neues? Da oben ist ja richtig was los. Ich komme ja gar nicht mehr auf. Ich bin ja ganz woanders. Ich dachte kurz, ich wäre am Anfang. Ich bin am Anfang. Die Explosion sind alles zerstört. Wie komme ich denn jetzt zum Platz? Einfach nur zum Platz. Okay. Okay. Ich muss oben lang. Da ist eine Kanone. Okay. Wir schießen uns erstmal hier nach oben. So. Da vorne quasi links einfach mal abbiegen. Okay, das sollten wir ja hinkriegen. Aber hier vorne ist doch jetzt auch irgendwas Neues. Also, wie komme ich da überhaupt hin? Ja, mit den Kanonen komme ich weiter. Ah, die Sackgasse. Okay, ich verstehe. Boah, hier gibt's doch gar kein. Wo ist ein Feuer, Bruder? Ich muss erstmal runter zum Lobby. Ich brauche Block. So. Dann gehen wir als erstes mal nach vorne nochmal. Weil da ist eine Kanone. Ich will wissen, wo die hinführt. Genau, hier, das kennen wir. Boah, das hier kennen wir nicht. Abfeuern. Okay. Aber ich komme jetzt auch hier irgendwie so zwischen, ne? Oh, kam ich das vorher schon? Ich weiß es nicht. Was ist das hier eigentlich? Bringt das was, wenn ich das Ding da quasi reinblobbe? Ah, das bringt was, wenn ich da reinblobbe. Ich brauche da nicht mal reinblobben. Oder vielleicht doch.
Eigentlich wollte ich da nicht nochmal rein, weil ich dachte, ich könnte vielleicht den Feuerbruder übernehmen. Aber das hatte ich ja vorher auch schon versucht und nicht funktioniert. So, jetzt muss ich da aber hinten in die Ecke rein, ne? Kann da schon ein bisschen... Okay, und Schwung und Hopp und Blopp. Nice. Geh weg, Stachy. Geh weg. Ich brauch den Mord. Ein Grund für dich. Entzünde die beiden Flammen. Also da war man wieder richtig kreativ. So. Ich muss aber jetzt erstmal aufs Dach kommen. Hm. Hier hinterm Käse ist ja sowas von irgendwas oder unter dem Käse. Oder dient das nur zum Hochkommen? Nee, das ist zu hoch. Aber wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Nochmal auf die rechte? War da außen ein Weg? Ich muss nochmal Blobby werden. Ich kann doch voll werden. Ich muss aber jetzt Blobby werden. So, dann sprinten wir mal. Kaum irgendwas drin sein in den Steinen. Bevor was drin ist, ärgere ich mich, wenn ich es nicht mache. Alle kurz zusammen. Aber wie komme ich jetzt da oben drauf? Das ist ja schon belastend. Die Kanone wird auch noch zurückführen nach links, wo ich herkam. Hier drauf und dann. So. Ich habe gar nichts, wenn ich jetzt hier einen Goomba Tower des Todes mache. Hier sind auch nur die Gäbelchen. Ja gut, dann gehen wir doch weiter auf zu Blobby. So, Blobby Mario ist auf dem Weg. Dann schießen wir uns jetzt hier rechts weiter. Genau, weil das ist jetzt unser einziger großer Weg. Und dann... Kann ich das hier ändern? Wow. Kann man sich auch sparen können. Okay, jetzt mir erstmal... Was kann ich mitnehmen? Fehlt gerade an. Ah. Hm, okay. So. Können zwischendurch meiner City dieses Haus hier mal angucken. Spiel eine Runde Jackpot. Das Spiel, das vor der Wurzelebene aus die ganze Welt erobert hat. 10 Münzen bekomme ich von dir für ein Spiel. Wie wär's mit einem Brötchen? Wenn du gewinnst, winkt dir einen Mond. An deiner Stelle würde ich diese Chance nicht entgehen lassen. Okay,
Jackpot kann beginnen. Herzmond, zack, zack, Herzmond, zack, zack, Herzmond. Herzmond, zack, zack, Herzmond, zack, zack, Herzmond, zack, zack, Herzmond. Gewonnen! Ein Mond für dich, Jackpot im Schlemmerland. Nice! Jackpot gewonnen. Genau, wir wollten kurz shoppen gehen. Dafür muss man noch hier einmal komplett drüber rennen. Und mal ein bisschen shoppen gehen. Weil bevor ich das nachher vergesse. So, willkommen, willkommen! Künstlerwitze. Wir haben erstmal, wir gehen von hier aus. Wir wollen die Gemüseplatte. Ja. Das gleich mal zur Odyssee. Souvenirgabeln, die sind super cool. Auch gekauft. Ja, und wir werden den Aufkleber holen. Die Kleidung ist cool. Aber dafür sammeln wir jetzt einfach weiter und können uns die auch noch holen. Und dann. Ich frage mich, was für Kleidung für das normale Peach Blödsinn Schloss dann ist. Bin ich mir ein bisschen unsicher. Aber mal schauen. Die Höhle da drüben ist unser einziger Zugang zur Spitze. Okay, wir gehen erstmal hier. Zack. Durch. Jetzt haben wir die 20. Wir müssen wirklich alle finden, um die komplette Kleidung zu haben. Das wollen wir aber auch schaffen, weil eigentlich hätte ich behauptet, dass wir gar nicht mal. Kann ich mich auch gut anstellen? No, nicht so! Vielleicht doch so. Kannst du aufhören zu rennen, Mario? Der ist wieder so tief, dass es funktioniert. Oh Gott. Ein Herz? Oh, ja wirklich. Nein. Nice. So, gehen wir mal hier rein. Das sieht doch nach Blobby aus. Blobby! Warte mal, erstmal. Bringt das irgendwas? Nein. Okay. Blobby! Und plopp. Zwischenebene, da muss ich hin. Ach, komm schon, komm runter. No, was tue ich da? Oh, ich habe mich verklickt. Oh, das ist traurig. Okay, immerhin können wir jetzt hier einfach schnell durchschwimmen, ohne die Münzen einsammeln zu müssen. An Münzen wissen wir auch noch, dass es 45 insgesamt gibt. Und ich will da rein. Da ist er. Ein Mond für dich und wen auch immer. Alkoven hinter den Magmasäulen. Die nehmen wir auch mit. Gefühlt haben wir jeden Mond. Ein Mond für uns, den Magmafall hin. Vierte Zeile schon in dem.
in dem Level. Chef Gork, Konfrontation. Ein cooles Level. Ich war zuerst eigentlich sehr skeptisch, was das Level betrifft. Das ist cool. So, gibt's hier einen Blobby? Oder muss ich wirklich weit mit einem Blobby reisen? Oh, wir machen das anders. Reicht das? Yes! Sehr gut! Ein Mond für dich, entzünde die fernen Laternen. Nice! Scappy in Ruhe! Schade. Okay. Oh nein, dann falle ich hier runter. Durch? Möchte mal einmal durch? No! Oh Gott. Puh. Gib auf die Plattform da oben acht. Die überschlagen sich gerne mal. Okay. Die drei Früchte nehmen wir mit. Noch 13. Au. Noch ein Leben. Ja, das war voll gut. Bilder um die Ecke. Oh, das, No! Ah. Ah. Yes, mich. Okay. Ernsthaft? Okay. Das ist okay. Damit kann ich leben. Nehmen wir mit. So. Aber hier bleiben wir mal stehen. Denn für uns heißt es in dieser Folge Abschied nehmen, denn wir haben das Folgenende erreicht. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen dieser Folge. War schön, dass ihr dabei wart. Seid gerne wieder gesehen in der nächsten Folge. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch einen schönen Resttag. Und, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.